So. Heute wird Alice uns lieb haben, denn nachdem wir ja hier die letzten Male nicht weitergekommen sind, obwohl wir sind hier, hier können wir noch weiterkommen. Hier ist noch eine Möglichkeit. Wir hatten uns hier entschieden. Ah, für Alai, stimmt, wir können ja hier auch nochmal. Ach so, genau. Alles klar. Wir, wo sind wir? Also, wir sind hier, hatten uns in der ersten Amedex-Runde gegen Alice entschieden. Alice war wütend auf uns, kam dann hier zur nächsten Entscheidung. Into the CDs, da weiß ich schon gar nicht mehr groß, was das war. Ach doch, genau, durch welche Tür wir als nächstes gehen, hatten das hier hingekriegt. Und jetzt geht es nochmal in die Ambidex Game Runde 2. Ja, dort sind wir mit Luna und ja, jetzt Betrayed zu wählen wäre ganz schön gemein. Da hatten wir uns letztes Mal dagegen entschieden. Aber naja, was soll man machen? Stimmt, Sigmar hatte noch entdeckt, dass er weißes Blut hat. So, letztes Mal hatten wir Alai gewählt und jetzt müssen wir Betray wählen. Böse Geschichte. Das kann ja was werden. Wahrscheinlich werden wir wieder vom Mob gelünscht. Luna und ich kamen aus dem AB-Room. Konnte sehen. Achso, das hatten wir, glaube ich, soweit schon. Why? Nee. Warum? Ja. Ich hatte keine Antwort. Alles, woran ich denken konnte, war die weiße Flüssigkeit. Was war es? Discharge. Entladung. Blut? Nein. Es konnte kein Blut sein. Blut war nicht weiß, das war verrückt. Ich war in Gedanken verloren, als Luna sprach. I'm going to the infirmary. Hä? Hä? Möchtest du nicht die Ergebnisse sehen? Why? I already know what they're going to be. Ihre übliche, warme Persönlichkeit schien kalt geworden zu sein. Ob es jetzt war, weil ich Betray gewählt hatte oder weil sie etwas registriert hatte, was falsch mit meinem Körper war, konnte ich nicht sagen. Excuse me. Und damit, mit diesen Worten, ging sie davon. Ich ging zurück zur Projektion. Mit schweren Schritten traf ich Kay, Dio und Tenmuji. Results from round 2 of the Ambidex game will now be displayed. Please direct your attention to the results screen. Mal gucken, ob die jetzt auch alle alleine wieder gewählt haben, so wie vorher. Ich hatte keine Wahl. Außerdem haben wir jetzt schön 9 Punkte. Na, Sigmar jetzt hier schön auf 9 Punkten. Klar war gut, die 2 ist jetzt auf 4 runter, mein Gott. Gibt welche mit weniger Punkten. Na, mal gucken. Points have been assigned or subtracted accordingly. Vielleicht können wir uns jetzt ja so aus dem Staub machen. Spiel gelöst. Please check your bracelet to see your updated bracelet points. Ach, 9. What oh the je. Hell? Sigma has 9 BP? See? I told you. The bastard's finally showing his true colors. What the hell are you doing? Clover isn't even voting. I have misjudged you. I never thought you would do something so cowardly. Es gab nichts, was ich sagen konnte. Ich hatte Betray gewählt.
freiwillig. Aber hatte ich das wirklich? Habe ich wirklich diesen Button gedrückt, weil es mein freier Wille war? Eigentlich ja nicht. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr fühlte ich mich, als ob jemand anderes mich gezwungen hätte, meine Hand auf diesen Knopf zu legen. Oder jemand anderes mich geführt hätte. Vielleicht war es Furcht. Ja, hier sowieso nicht, Smo. Hier gibt es sowieso keinen freien Willen, weil wir ja eh alles einmal durchexerzieren müssen. Ich war von der weißen Flüssigkeit, die an meine Handfläche... ich war von der weißen Flüssigkeit, die von meiner eigenen Handfläche kam, verängstigt. Vielleicht war das der springende Punkt und ich hatte entschieden, dass ich so schnell wie möglich entkommen wollte, egal welche Konsequenzen dies auch nach sich zog. Wenn ich hier rauskäme, dann würde dieser Albtraum endlich vorbei sein. Das war alles, oder? Ein Albtraum. Oder das ist es, was es war. Ein Albtraum. Es kann nicht real sein. Weißes Blut war verrückt. Unmöglich. Das war, als ich hochsah und die anderen... und sah, wie die anderen auf meine Hand starrten. Mist. Schnell versteckte ich meine Hand auf meinem Rücken, aber es war schon zu spät. Sie bewegten sich zu mir wie Wölfe, die jemanden zerfleischen möchten. Sigma? What was that? He was cut. It must have been blood. But why was it white? Isn't that obvious? He's not human. Not human? Sagt der Roboter. Nein! Was sagt ihr? Natürlich bin ich ein Mensch. Ich bin hundertprozentig ein Mensch. Then explain that white stuff. Ich schwöre bei Gott, ich habe keine Ahnung, woher das kommt und was das ist. Ihr müsst mir glauben. I'm afraid you're not being very convincing. Sagst du, wir können dich noch nicht mal sehen. Du könntest ein Roboter sein. Vielleicht ist das ja gar kein Anzug. Vielleicht bist das ja du, Roboter, du. No, that seems extremely unlikely. However bad my amnesia might be, I am quite sure of my humanity. I am, without a doubt, not a robot. Die haben dich wahrscheinlich nur so programmiert, dass du das denkst. All right, it's pretty obvious this guy's dangerous and probably unhinged. We should take him down. I agree. Looks like there's no other way. Now that he's got 9 BP from stabbing Clover in the back, there's a good chance he'll try and get out of here by himself. Hey, wartet mal eine Minute. Lass uns nichts überstürzen. Ich hatte keine Wahl. Ich rannte zur Nummer 9 Tür. Zur Tür mit der Nummer 9. I don't think so. Oh je. Shit. Lass mich gehen. Geht runter von mir. Tja, ich war für alle drei kein Gegner. Bevor ich auch nur 2 Schritte gehen konnte, lag ich am Boden. Festgenagelt. Und je mehr ich mich dagegen wehrte, umso mehr hielten sie mich fest. Verdammt, ihr müsst mich gehen lassen! Das ist alles nur ein großer Fehler. Ein Missverständnis. Conspiracy? So, there's a conspiracy to turn your blood white? You're a funny guy. Stop trying to get away. It's over. Mist. Geht von mir runter.
Lasst mich gehen! If you won't calm down, then you leave me no choice. I'd hoped we could avoid this. Try not to struggle too much. Nein! Nicht! Urk! Oje. Ich fürchte, das ist nicht gut gegangen. Machen wir nochmal auf. Das erste, was ich fühlte, als ich aufwachte, war ein großer Schmerz. Und zwar genau hinter meinem Nacken. Kay musste mich K.O. geschlagen haben. Oder musste mich gewirkt haben, ja. Mein Kopf fühlte sich an, als wäre er mit Watte oder mit Baumwolle. War wahrscheinlich eher mit Watte ausgefüllt. Und ich musste eine Hand ausstrecken, um mich selbst zu halten, als ich aufstand. Wo bin ich? Ist das die Krankenstation? Wie lange war ich K.O.? Mein Fuß trat gegen etwas und ich sah die Injektionspistole. Eine Glasflasche, beschriftet mit Soporil, war immer noch darin geladen. War immer noch mit einer Flasche Soporil geladen. Das Anästhetikum. Nachdem sie mich gewirkt hatten, nachdem sie mich betäubt hatten, wollten sie sicher gehen, dass ich nicht in naher Zukunft wieder zu mir komme. Das hieß, ich könnte für eine lange, lange Zeit geschlafen haben. Wo sind alle? Ich schaute mich im Raum um. Er war leer, außer mir. Es brauchte einen Moment, bis ich realisierte, was ziemlich seltsam dabei war. Sogar Quark und Alice waren verschwunden. Was zur Hölle geht hier vor? Dann sah ich es, oder bemerkte ich es. Quark und Alice waren die einzigen Dinge, die verschwunden waren. Zwei andere Sachen, zwei sehr wichtige Sachen, waren ebenfalls verschwunden. Mein Armband und meine linke Hand. Für einen langen Moment starrte ich auf meinen Armstumpf. Das, was ich sah, konnte unmöglich real sein. Aber da war es. Eine weiche Cross-Section von meinem Arm, wo eigentlich eine Hand hätte sein sollen. Eine dicke, dickflüssige, weiße Flüssigkeit tropfte langsam aus dem Stumpf. Was ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist wieder zu viel für ihn. Ein Schrei bahnte sich seinen Weg aus meinem Körper und nahm mein Bewusstsein mit sich. Danach nichts. Game over. Mal gucken, ob wir noch herausfinden müssen, was mit uns ist oder ob es jetzt hier tatsächlich vorbei ist. Nee, ist ein Ende. Tatsächlich, wir sind, tja, haben sie uns einfach K.O. gehauen und haben uns unsere Hand geklaut. Aber vielleicht auch verständlich. So, das war jetzt noch, aber jetzt natürlich, jetzt machen wir mal wieder gute Sachen. Nachdem wir jetzt so viele schlimme Sachen gehabt haben, machen wir jetzt mal was Nettes. Und zwar gehen wir jetzt ganz weit zurück.
Also, ne, wir sind angekommen und wir spielen, haben unser erstes Rätsel gelöst und jetzt spielen wir unsere erste Ambidex-Runde und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wir hatten Betray gewählt und darüber war Alice alles andere als froh und wir schauen mal, was jetzt in diesem Strang hier passiert. Ja, was da auf uns wartet. Und was man auch nochmal sagen muss, wir haben jetzt, ihr habt es eben gesehen, eine Spielzeit von 11 Stunden und wir haben hier gerade mal diesen einen Arm hier noch nicht mehr vervollständigt und wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere. Wenn die auch in etwa so lange dauern, dann sind da noch 77 Stunden mindestens vor uns. Das heißt, wir werden hier noch eine ganze Weile mit zu tun haben. Aber es ist auch cool eigentlich, das Spiel so lange geht. Mal gucken. Sicherlich werden wir dann aber auch viel überspringen können. Ja, wir möchten gern springen. Ganz weit zurück an den Anfang. Hey, it's almost time. Und what are you gonna pick? Apropos Skip. So, und diesmal wählen wir ganz einfach Eli. So, mal gucken, was jetzt passiert. Ob Alice uns jetzt lieber mag. Bisschen. Als sie und ich aus dem Abbey-Raum kamen, dann konnte ich sehen, dass die anderen direkt zur Projektion rannten und sich gegenseitig schubsten und drückten und drängelten, um dichter heranzukommen. What the hell were you thinking? Did you hear anything I said? Okay, Fee findet das überhaupt nicht gut. Ja, habe ich. Und ja, habe ich getan. Deswegen habe ich Ally gewählt. Du hast mir gesagt, selbst wenn wir sicher sind, dass Alice Ally wählen würde, müssten wir Betray wählen. Das bedeutet, dass wenn wir wissen, dass Alice Ally wählt, können wir es genauso gut tun. So you're sure you know what she voted? Ja. Ich garantiere dir, dass Alice Ally gewählt hat. How do you know that? Ja, wahrscheinlich, weil wir es schon mal gemacht haben. Ich schätze, du könntest es sagen. Ich weiß es einfach. You're making fun of me? Vielleicht. Yo. What's up? Ziggy! But no! Hey, what are you kids doing over there? We're about to announce the results. Let's go. We'll find out if you made the right choice. Alles klar? Good, good, good. Looks like you're all here. Finally. Let's get ready to rock! Ambidex Game! Hallo Seuche, schön, dass du reinschaust. Round one! The results! If everybody would please direct their eyes to this monitor. So, da bin ich jetzt aber mal gespannt, ob Alice tatsächlich wieder Ally gewählt hat oder ob es das große Aufregen letztes Mal nur Show war. Viel Spaß beim Lurken. Und? Aha. Die feine Dame wählt hier Betray. Warum? Hat sie sich nicht letztes Mal so groß darüber aufgeregt, dass wir dem armen Wesen das angetan haben und jetzt, zack. Here are the results from your game. Now, let us check the numbers on our bracelets. Unerhört. Hey, Alice! Was soll das? Excuse me? I just made the most rational choice. The best way to minimize risk and maximize reward in this situation is to choose Betray. Anyone who thinks otherwise is, well, an idiot. Sagt sie uns jetzt. Interessant. Aber das letzte Mal hast du Ally in dieser Runde gewählt. Also, ich war sicher, dass du... Das ist, warum ich... Nein, warum? Wait a minute. Last time... What on earth are you talking about? I thought you said you were sure. Thanks to you, now our BP is down to one.
I take it Sigma was the one who made the decision. Da hast du recht, Sigma. Yeah. Is that so? Well, he must be awfully naive. Who bets on a complete stranger like that? I agree. Verdammt. Sigma John? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging ich von Alice und Fee weg. Meine Hände hatte ich zu Fäusten geballt. Aber meine Kehle war trocken und meine Augen... Stang? Verkniffen? Warum? Warum hatte sie das getan? Quark, Dio und Lunas Gruppe auf der anderen Seite schien ruhig. Ziemlich glücklich. Thank you. I'm so happy you chose Ally. No problem. Würde man dem jetzt ja so auch nicht so zutrauen? Well, to tell you the truth, Mr. Dio wanted to pick Betray. Aha, sag ich doch. What? Hey! Mr. Dio told me to pick Betray so that we could get 3 points. He said we could escape together. If we betrayed you, then we'd have 6 BP. And then, if we betrayed someone in the next round, we'd have 9. Oh, Dio, is this true? No, that's not what happened at all. Kidding! I lied. Was zur Hölle? That was a joke. Mr. Dio would never do something like that. It was a joke? Yeah. Man, he really had me going there. I really surprised you, huh? So you really were planning to choose Ally all along? Thank you. Thank you very much. Don't worry about it. We only did what anybody else would do. Right, Mr. Dio? Yeah, exactly. I understand. I guess I just haven't had enough time to earn your trust, huh? I suppose you could say that. I just didn't really expect you to be so nice about it. Es schien, dass es einigen Streit zwischen Kay, Clover und Tenmuji gab. Resolved. Aber sie schien es dann doch eher auf die nette Tour lösen zu wollen. Wenn ich es jetzt ganz richtig verstehe. Zero, when does the next round start? So, hatten wir das schon? Ja, das hatten wir schon. Jetzt geht es wieder um die nächste Runde. Es wird erklärt, was wir für Karten brauchen. Das können wir alles netterweise überspringen. Das ist echt gut, dass das geht. I'd say it's going to be Tenmyoldi. Or Siggy. Oh, or maybe Fido. Und genau, jetzt ging es, glaube ich, darum, wer sterben wird mit 0 Punkten. Or maybe everyone. Oh. What? Warum? I guess I can tell you why. Anyone whose BP drops to zero gets... Genau, das wissen wir ja. Phi, Sigma and I only have 1 BP. That means we'd have less than zero if we lost 2 points. Okay, hier die andere Situation, dass jetzt halt andere sind, die vom Sterben bedroht sind. Es braucht einen Moment, bis sich alles in meinem Kopf durchging. Da können wir wieder springen. Gut, und danach ist die Spielzeit natürlich doch deutlich kürzer. Wenn jetzt sich jetzt hier wieder so viel überschneidet. Hier nochmal ganz schnell Durchlauf, die Geschichte. Aber kann man nochmal mal alles sehen, was so alles passiert ist. Ich glaube, das ist jetzt auch ziemlich egal, wo wir hingehen. Gehen wir mal in die Krankenstation. Da waren wir ja schon so oft. Spielt aber alles jetzt gerade keine Rolle. Oh doch, jetzt treffen wir Alice. Alice! What's up with your face? You look like you just saw a roach. Are you still angry? Jetzt macht sie sich über uns lustig. Also immer noch, wenn man bedenkt, was sie wirklich abgezogen hat, als wir gegen sie gestimmt haben, ne? Unglaublich. Natürlich! Ich bin kurz davor abzukratzen, dank dir. I didn't have a choice. I'm just trying to get out of here like we all are. Und das ist genug, sich über jemand anderen zu stellen? It's not what I meant and you know it. If I'd known for sure that you were going to choose Ally, then I would have chosen Ally too.
Easy for you to say that now. What? Richtig, hat Dio recht. Am I such a horrible person for wanting to get out of here? I have to get out of here. Ja, wir auch. There's so many things I still want to do. Like what? Well, let's see. I want to wear lots of gorgeous clothes. I want to eat tons of delicious food and fall in love. What an idiot. Excuse me? And I was going to take your side, but after that load of horse shit, you're on your own. Ugh. Okay, das macht sich jetzt aber wirklich keine Freunde hier. Let me try this again. I'm frustrated. But there really is something important I have to do. Was denn? Avenge my father's murder. That's what I have to do. Was ist mit ihm passiert? Könntest du das uns erklären? No, I couldn't. This isn't the kind of thing I should be telling people I don't even know. Fine. Erzähl mir nur eins. Hat der Mörder deines Vaters irgendetwas damit zu tun, dass wir hier gefangen sind? I have no idea. As to why you're here, your guess is as good as mine. But it's possible that his death is connected to my abduction. Bedeutet? I was on their trail. I was tracking down the people who killed him. How close were you? I can't say. But it's possible that I was getting close enough that they decided something had to be done with me. Bist du ein Detektiv? Well, I wouldn't really say I'm a detective. Not a bad guess, though. Why are you guys looking at me like that? Wir haben auch schon herausgefunden, dass sie für die Regierung arbeitet. Nun, ich meine, du siehst nicht wirklich aus wie ein Detektiv. Aber das hatten wir schon mal. Ja, doch, das hatten wir schon mal. Das kennen wir schon. Weitermachen. Luna, Vieh, alle ein bisschen durchdiskutieren. Ach so, ja, genau, gehen wir nochmal die Lounge. I see. Right. Later, bro. Dann gehen wir jetzt in die Lounge. Das können wir nicht skippen, aber ich denke mal, was dort in diesen Quartieren passiert, das kennen wir eigentlich auch schon. Oder sind die außer dass die Konstellationen jetzt vielleicht ein bisschen anders sind. Aber ansonsten sind es ja eigentlich die Gespräche, die wir ja alle schon mal hatten. Oh, hey Sigma.